Sehen Sie das? Hier? Hier? Mhm. Das Ding frisst sich durch Ihr Gehirn wie Pac-Man. Wie Pac-Man? Was wäre denn der hier? Ich werde mit euch beim Rockpalast spielen. Direkt vor den Scorpions. Aber keine Angst, Jungs. Ihr bleibt die Headliner. Okay. Wer zur Hölle kennt euch noch? Die Leute erinnern sich nur an euren halben Hit und diese komplette Katastrophe. Ein Konzert. Und wenn du die Karre wieder an die Wand fährst, ziehe ich dir jeden Zahn einzeln ohne Betäubung. Braucht man dafür nicht eine Band? Wir sind die Band. Toi, toi, toi. Ist Roll immer schreien? Das ist pure Leben. Wir sind's, Roll und Steine. Tolle Band. Nützt aber nichts, wir brauchen einen Sänger. Einen, den du nicht sofort in die Fresse haust. Mit den Jungs habe ich vor 30 Jahren eine Band gegründet. Ja. Ja. Tut mir einen Gefallen, verpisst euch. 30 Tage, 30 Jahre, was macht denn das? Tot ist man für immer. Also muss man eben leben, solange man nicht tot ist. Was ist? Ich hab immer ein Solo gespielt. Ja, ein Solo, aber keine Wichsorgie, Alter. Ach, Thomas. Wir hatten 16 Uhr gesagt. Kann ich jetzt einen Eintrag ins Klassenbuch? So viel Zeit ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans des Bochumer Autors und Kabarettisten Frank Goosen. Regie führt Philipp Kadelbach. Der hat Parfüm gemacht oder Nackt unter Wölfen. Jetzt ein paar Worte zur Geschichte. In der Hauptrolle oder die Hauptperson in diesem Film ist Rainer. In seinem Leben läuft so ziemlich alles schief. In der Familie klappt es nicht und schließlich kriegt er auch noch die frappierende oder die gravierende Mitteilung, dass er einen Gehirntumor hat und wahrscheinlich auch nicht mehr lange zu leben hat. Wenn er ehrlich zu sich selbst ist, dieser Rainer, gespielt von Jan-Josef Liefers, beginnt die ganze Tragik seines Lebens eigentlich 30 Jahre vorher, als er mit seiner Band Bochums Steine kurz vor dem großen Durchbruch ist, einen genialen oder großen Auftritt im damaligen wirklich bekannten Rockpalast hat und diesen Auftritt allerdings ja durch eine Basel-Aktion praktisch schmeißt und seitdem sind die sich auch alle nicht mehr grün, die damals in der Band Bochum Steine waren. Aber jetzt, an der Schwelle zum Tod sozusagen, will er seinem Leben nochmal eine glückliche Wende geben und die Band wieder vereinigen. Und er bekommt die Chance, mit seiner Band als Vorgruppe von den Scorpions aufzutreten, dieser weltbekannten Hardrock-Gruppe aus Deutschland. Aber es wird schwierig, die Band wieder zusammenzubringen, denn seine ehemaligen Bandkollegen, die sind alle mittlerweile teilweise in Spießerberufen, Zahnarztlehrer und so weiter. Und ob er es schafft, diese Band wieder zusammenzubringen und ob dieser Auftritt Realität wird und ob dieser Auftritt dann auch wirklich gut über die Bühne geht, das ist so ein bisschen die Geschichte des Films und natürlich auch ja, die Verarbeitung eines Schicksals, eines Mannes, der an der Schwelle zum Tod steht und seine Vergangenheit sozusagen nochmal Revue passieren lässt. Der Film wartet mit der Creme de la Creme der deutschen Schauspielergilde auf, also wie gesagt schon Jan-Josef Liefers, Jürgen Vogel, Ritchie Müller mit dabei, Armin Rohde, Matthias Brandschuh und auch die Scorpions sind in einem kleinen Auftritt in diesem Film zu sehen. Das ist eine richtige Ruhrpott-Geschichte. Frank Goosen kommt aus Bochum. Ich komme auch aus Bochum, bin zwar hier nicht geboren, bin eigentlich ein Schalker Junge, aber wohne jetzt auch schon seit 20 Jahren in Bochum. Und im Trailer sehe ich schon einige Szenen und einige Standorte, die ich hier kenne, aus Bochum. Und deswegen werde ich den Film auf jeden Fall im Kino ansehen. Das Ganze ist eine UFA Fiction Production in Zusammenarbeit mit Feine Filme und ARD Legato sowie Sky. Also wird man das Ganze auch relativ zeitnah im Fernsehen zu sehen bekommen. In Deutschland ist der Film im Verleih von Universum und das Ganze wird erst am 22.11. dieses Jahres in die Kinos kommen. Ist noch ein bisschen Zeit dahin, aber es scheint ein ziemlich guter Film oder ein genialer Film zu werden mit viel Ruhrpott-Flair und das gefällt mir jetzt schon in dem Trailer. Ob er euch gefallen hat, weiß ich nicht. Wieder könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis demnächst, euer Christo von Readplay.